Viele Leute wissen gar nicht, was Anbetung bedeutet. Und dazu lese ich einen Vers im Koran. Surat al-Tauba, Vers 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. Sinngemäß übersetzt: Die Juden und Christen haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu ihren Herren genommen außer Allah und den Messias, der Sohn der Maria, und doch war ihnen geboten worden, alleine den einen Gott, den einzigen Gott, anzubeten. Als dieser Vers offenbart worden ist, kam Uday, der vorher Christ war, und sagte dem Prophet Muhammad a.s.: O Prophet Gottes, wir haben unsere Schriftgelehrte und Mönche nicht angebetet. Der Prophet sagte zu ihm: Haben euer Mönche nicht erlaubt, was Allah verboten hat? Haben sie nicht verboten, was Allah erlaubt hat? Dann habt ihr sie angebetet. Wenn du einen Anführer oder einen Präsident folgst, der Allahs Gesetze verändert hat, dann hast du ihn angebetet. Und das gibt uns zum Nachdenken. Das gibt uns zum Nachdenken. Viele Leute wissen immer noch nicht, was Anbetung bedeutet. Das ist gegen Ashhad an la ilaha illallah wa Ashhad anna Muhammad Rasulullah.